Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Splatfest hier in Splatoon 2 Online Filme gegen Bücher. Und ja, laut der Aufnahme wollte ich ja am Samstag einen Livestream machen. Der ging fast 10 Minuten, bis danach das Internet rumspacken musste und denkt, nö, hat keinen Bock drauf. Und wir haben jetzt Sonntag. Laut der Aufnahme, für euch kommt es etwas später raus. Vielleicht aber auch so schnell wie möglich noch. Aber noch am heutigen Tage, wo das Splatfest noch bis 16 Uhr geht, glaube ich nicht. Aber mal schauen, so schnell wie möglich noch. Ab Montag in der Woche oder so. Mal schauen, wie ich das Ganze noch hinbekommen werde. Es gab ja sowieso auch wieder eine neue Waffe, die wir hier gerade machen. Das ist die Ense 85. Ne, 89. 89, 85? Ich glaube 89. Und der Treffer hätte jetzt nicht unbedingt sein dürfen. Aber ja gut. Ich bin ja momentan. Hab es zum Glück noch hinbekommen. Muss ich extra meine Switch extra jetzt im Handheld-Modus spielen, privat. Um noch wenigstens zocken zu können, wegen der WLAN-Reichweite. Und es hat mich etwas angekotzt. Und ich habe ihn gekillt. Nice. Vielleicht mal die Ulti freisetzen. Naja, hat nicht so viel gebracht. Der kann der Regen mal aufhören, mal. Dankeschön. Der ist richtig nervig, ne? Komm, den kill ich von hinten. Schön von hinten. Nein! Ach du Scheiße. Ich hab mich übrigens gerettet, Alter. Und jetzt kriegst du mal ein kleines Special Greenscreen am Start. Diesmal wirklich nicht so wie in dem einen Part von Mario Odyssey. Sondern wirklich Greenscreen. Aber so, damit das nicht so scheiße aussieht, weil ich habe nur einen Teil davon. Ich habe nicht das komplette, sondern ich muss es extra so verschieben, weil die linke Seite davon nicht bedeckt ist. Krieg ich's hin? Na, da! Scheiße! Scheiße! Fuck! Wie sieht's überhaupt aus? Aber ich muss sagen, die Wandelzone diesmal ist schon ein bisschen besser als die letzte. Weil das hat ein bisschen gelangweilt irgendwie. Und das war ein bisschen zum Kotzen. Weil das waren ja zwei solche komischen Drehplattformen und jetzt ist nur eins und das sogar in der Mitte. Aber es fährt die ganze Zeit immer nur die gegnerische Tinte ein. Hat man da keine Möglichkeit, das irgendwie so zu bespritzen, dass dann irgendwie die andere Farbe dann irgendwie rauskommt? Oder ist es schon so bestimmt? Und das ist irgendwie ein bisschen komisch, warum dann immer nur die gegnerische Tinte dann... Oder zählt das überhaupt mehr dazu dann? Ja, eigentlich ja schon, ne? Ist ein bisschen fies, ne? Es ist nicht so geil. Aber ja, gut. Achso, einer war schon down. Naja, gut, okay. Mal schauen, ob... Hier, komm, dich nehmen wir mit. Dich nehmen wir mit. Gut, wunderbar. Nein, nein, nein. Ey, das ist schon wieder der... Das war der... Das, meine Fresse. Das war schon wieder der Blaster gewesen. Ja, gut, ne? Aber... Ah, ne, nö, 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 nö. Lief sogar recht gut. Lief sogar recht gut, ja. Chapeau. Oder so ähnlich. 4 Kills. Ja, besser wäre schon gewesen. Wie man sich sieht, bin ich schon ein super Filme-Fan, schon mal zu weit gekommen. Und, ja. Mein Ziel ist es vielleicht eventuell noch glorreich zu bekommen. Das mit dem Fanclub leider ran kann ich mir diesmal in den Wind schießen. Dass es diesmal nichts wird. Ja. Wie gesagt, wenigstens glorreich und ja. Nächste Runde. Ja, nächste Runde halt wieder in der Wandelzone. Kann ruhig gerne so weitergehen. Also, die gefällt mir sogar recht gut. Sie ist auch recht schlicht gehalten. Und ja. Natürlich gibt es auch wieder. Ein extra Part wird davon, weil vielleicht interessieren sich ja Leute oder so, wie sich die Wandelzone vom Aufbau immer wieder geändert hat, vielleicht immer an jedem Splatfest, deswegen mache ich das mal so. Und ja, für mich selbst ist es ja dann auch wunderbar zu sehen, wie immer die Wandelzone aussah in jedem Splatfest. Also da habe ich was davon, da habt ihr was davon, würde ich mal so sagen. Na komm, ja, okay, gut. Ich habe jetzt extra darauf gewartet, damit das jetzt funktioniert. Und das hat sogar funktioniert. Aber einen treffe ich bestimmt nicht. Nee, schade. Schade, schade.
aber hätte ja klappen können. Was ist mit dem einen Typen los hier? Was ist los, Alter? Ey, und ich bin übrigens auch Level 28, wie man auch gerade sehen konnte. Das war jetzt nicht gut gewesen. Ja, ich werde anvisiert, das juckt mich aber überhaupt nicht. Alter, Eskalation hier oder was? Alter. Ey, das ist doch nicht mal normal, ne? Das ist doch nicht mal normal, was soll denn das? Mann. Dass es wieder überhaupt nicht gut läuft, ey. Das hatte ich am Anfang gehabt, ne? Wo es angefangen hat. Natürlich, dieses Splatfest ist ja klar. Komm, das nutze ich jetzt aus. Das hat leider auch nicht funktioniert. Warum soll es auch funktionieren? Das ist ja klar. Boah, ey. Jetzt fühle ich mich wieder so richtig toll, die Alter. Ja, natürlich, wir haben einen DC. Jetzt sind wir nur noch zu dritt. Ja, geil. Man kann das nicht immer das gegnerische Team passieren. Muss ich so ein großes Pech haben? Ey, das ist so ein Rotz, ne? Alter, das war schon etwas aufregend. Aber, nee, das schaffen wir überhaupt nicht. Da müsste noch ein Wunder kommen, das noch zu schaffen. So, nächsten Kill gemacht. Kannst du den nicht töten? Dankeschön. Ah ne, das habe ich ja gemacht. Mit meinen Schwarmraketen ist das hier machbar. Hier war doch noch einer gewesen. Ja, finde ich cool, ne? So. Mit voller Absicht hier. So muss das sein. So muss das sein. Vielleicht bekommen wir es noch hin, was ich leider nicht vermute. Nee, kannst du den Wind schießen. Kannst du den Wind schießen, ey. Ey. Das ist doch so scheiße, ne? Das ist so abnormal, ne? Das ist so abnormal beschissen. Warum überhaupt noch aufregen, ne? Lohnt doch sowieso nicht. Passiert halt. Ja. Noch eine Runde halt, ne? Also, bis gleich. Wie der Zufall halt so will, machen wir halt nochmal Wandelzone. Also, wie gesagt, ich hab da nichts dagegen, ne? Aber wir treten gegen unser eigenes Team an, was ich wunderbar geil finde. Richtig geil. Aber das Hälfte-Hälfte irgendwie, ne? Also ist es auch nicht nur fürs andere Team, sondern das ist mal so. Also ist doch gar nicht so schlimm. Das ist mir vorhin gar nicht an mir aufgefallen irgendwie. Selbst in der ersten Runde noch gar nicht. Alter Schwede. Das schon... Ich kann direkt wieder stehen bleiben. Wenn ich zwar die 7 bekomme, aber es juckt mich nicht. Müsste ich zwar wieder 5 Minuten warten oder vielleicht sogar noch länger. Aber ja gut, ne, das Risiko gehe ich ein. Apropos, weil ich es vorhin erwähnt habe, gerade eben in den 5 Minuten. Ey, das war gestern so zum Kotzen, ab und zu DCs bekommen, wofür ich überhaupt nichts kann. Ach komm, leck mich doch am Arsch. Wofür ich überhaupt nichts kann. Ja, das Game ist so, ja, drücken wir ihn einfach mal einen 5-minütigen Bann rein, ne? Ich sehe es sowieso jetzt schon kommen. Momentan warte ich 5 Minuten, sonst waren es immer nur... Sonst waren es immer nur so 2-3 Minuten so ungefähr. Aber jetzt sind es 5 Minuten, irgendwann werden es vielleicht sogar noch 10 Minuten. Ne? Vielleicht irgendwann noch länger. Vielleicht sogar bis eine Stunde. Dann irgendwie, wir erinnern uns an die eine Nachricht, die mal gepostet wurde, die zwar auf Englisch war, aber egal. Aber dass Verbindungsabbrüche oder sowas ähnliches häufig dabei waren, dass dieser Typ eine sehr lange Zeit gebannt wurde.
Irgendwann habe ich das komische Gefühl, dass es mir auch zutreffen wird. Auf jeden Fall. Ja. Das wäre dann etwas asozial, aber ja gut, ne? Aber das ist wirklich ein bisschen asozial, weil man kann selber nichts dafür und dann passiert trotzdem so ein Scheiß und du verpiss dich mal. Dankeschön. Aber wieder keine Chance, ne, irgendwie, ne? Mal wieder überhaupt keine Chance. Das ist so eine Rotze, ne? So eine Rotze ist das. Komm schon von hinten, komm. Ja, jetzt hab ich keine Tinte mehr. Ach komm, ey. Ich würde jetzt so wieder ragen, ne? Ich würde jetzt so rumragen, ja, ohne Witz, aber ich lasse es. Ihr glaubt gerade gar nicht, dass gerade so viel Wut in mir staut, dass es jeden Moment so ist. Naja, letzte Runde, mal schauen, ob ich Glück habe oder nicht. Ja, letzte Runde und natürlich haben wir in allen vier Runden in der Aufnahme die Wandelzone. Ist doch perfekt, ne? Ist doch wunderbar perfekt. Mehr oder weniger Wandelzone zu zocken ist schon cool. Aber dann irgendwann nervt's irgendwie dann dieselbe Map immer wieder zu spielen irgendwie, ne? Das ist wirklich so richtig erbärmlich. Warum hat sich denn Telubov da was ausgedacht? Das ist sowas von lame, ey. Es ist so behindert. Andere machen es doch auch nicht. So, die Leute, die sowas wie irgendeinen Shooter gespielt haben. Wie, keine Ahnung, COD, Battlefield, CSGO. CSGO, da kann man ja nicht wählen, oder? Nee, doch, da kann man ja wählen. Weiß gar nicht, ist das bei Overwatch auch oder ist es auch random? Weiß ich gerade gar nicht. Ich weiß es nur bei irgendwelchen COD-Teilen zum Beispiel. Und halt so die typischen Shooter halt. Tja, war aber doch nichts, ne? Aber das schon wieder so scheiße läuft, ne? Okay, zum Glück habe ich mitgewirkt. Wieder läuft so scheiße. Ey, das kann doch nicht sein. Warum muss ich so ein scheiß Pech haben, ey? Das ist doch zum Kotzen. Ach, Mann, ey, am Arsch. Es ist so räudig. Es ist so fucking räudig. Ich geh jetzt extra dahin. So, ihr könnt mich mal wenigstens drei von denen anvisieren. Ah, das kann doch nicht sein, ey. Bis jetzt ist es irgendwie das beschissenste Splatfest, was bei mir richtig scheiß läuft. Du abgefuckter Untermensch, geh dich begraben. Ja gut, ne? Und bei solchen Games soll man ruhig bleiben? Bei sowas soll man ruhig bleiben? Wie kann man ruhig bleiben, wenn man die ganze Zeit von solchen Leuten abgefuckt wird? Ja, natürlich. Herzlichen Glückwunsch. Finde ich geil. Finde ich wirklich geil. Einwandfrei.
wunderbare Arbeit geleistet. Ich habe natürlich auch nichts Besseres zu tun, als die ganze Zeit über meine eigenen Tendel zu campen. Wie ein Vollspasti. Kein Bock mehr. Ohne Witz. Ohne Witz. Überhaupt kein Bock mehr, ne? Zum Glück ist es auch die letzte Runde. Hier, leckt mich doch am Arsch. Leckt mich echt am Arsch. Es ist zum Kotzen. Es ist zum Kotzen. Ich hoffe trotzdem, dass Film gewinnt. Allgemein. Egal, ob ich jetzt ein paar Kämpfe während der Aufnahme oder außerhalb privat im eigenen Team kämpfen musste oder halt nicht. Sei es mal dahingestellt. Aber ja, wie gesagt, wenn es euch trotzdem gefallen hat, gerne Daumen hoch. Wenn ihr mehr Greenscreen wollt, auch. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao, Leute. Macht's gut.